So, ich heiße euch herzlich willkommen zurück bei einer Folge Minecraft und heute spielen wir wieder Minecraft, weil es ist eine Folge Let's Play Minecraft. Nee, Spaß beiseite, ja, das Wochenende ist gut verlaufen. Wir haben das erste Mal richtig gestreamt. Ihr findet den Stream auf YouTube oder auf dem Twitch-Channel. Ist er erfolgreich genommen? Ja, kann man eigentlich schon sagen. Also, das erste ist mal gut. Das haben viele Viewers immer wieder und wieder eingeschaltet. Ich glaube, die Musik ist etwas zu laut. So, genau. Es haben immer wieder Viewers eingestellt und geschaut und ja. Aber wir hatten nie viele wirklich aufs Mal. War ja auch nur eine kurze Quickplay-Runde. Kurz eine Stunde ungefähr. Ja. Eine Stunde haben wir Quickplay gespielt. Ein bisschen handsorisiert. Und ich hätte gesagt, es ist eigentlich von meinen Erwartungen her gut gelaufen. Beziehungsweise hat es den Zweck erreicht. Ich wollte sehen, ob wir streamen können. Ich habe gesehen, dass alles funktioniert hat, was ich angerichtet habe, und dann hätte ich gesagt, können wir diese Woche streamen, also am Wochenende, das wäre, ich muss das nachschauen, 1.2.7. können wir das Giveaway starten, und ich hätte gesagt, das machen wir dann auch. Das letzte Mal haben wir bei Minecraft hier einfach dieses Gemüse und etc. zu. Alter, sieht das geil aus. Zu farmen. Dann haben wir alles sortiert. Ja, brauchen Holz. Holz brauchen wir. Und zwar für was brauchen wir Holz? Ja, wir wollten Kisten machen. Kisten. Wir wollten ja endlich hier unten die Kisten verteilen. Wobei es sieht aus, als hätten wir dies auch schon erledigt. Ne, hier fällt noch Kisten. Genau, wir wollten beschriften und dann alles schön sortieren. Genau. Okay. Zuerst haben wir mal genug, damit gesagt. Machen wir mal weiterhin Kisten. Und Holz werden wir hundertprozentig auch wieder farmen gehen müssen. Sollten reichen, um hier einmal rundherum zu gehen. Ja, super. So, jetzt haben wir wieder 10 Kisten. Ich weiß nicht, ob wir genau 10 brauchen werden. Hier hat noch eine gefehlt. Okay, dann haben wir einen Raum mit Kisten. Wir haben den zweiten Raum mit Kisten belagert. Hier fehlt noch eine. Alter, die Musik ist geil. Adrian von Ziegler. Von Ziegler, genau. Wenn euch seine Musik gefällt, er hat einen YouTube-Kanal. Schaut doch vorbei. Dann hätte ich gesagt, hier noch etwas. Ah, davon. Ja, und dann fangen wir mal an zu sortieren. So. Ich mache nicht mehr viel. 4 Kisten. So. Also, die runden Häuser lohnen sich schon. Sieht ja eigentlich geil aus, ja. Aber es ist voll geil. Guckt euch das mal an. Es hat voll viel Platz hier. Weiß ich gar nicht, ob sich hier in den Ecken lohnt, noch etwas hinzustellen. Hier auf jeden Fall. Ja, ich brauche tatsächlich noch einen. Eine Workbench wäre noch was. Ich muss nicht immer hier hin, dann nach hinten laufen. Alter, shit. Was ist denn heute wieder los? Zwei. Workbench. Nur wo platzieren wir den? So. Okay, doch keine Workbench. Workbench haben wir sowieso hier oben nicht. Genau. So, hier noch ein Kisten.
ein Bett hier irgendwo? Komme ich hier irgendwie zum Bett, wenn ich hier unten bin? Ich glaube, wir sollten schon. Ich den Koffer. Okay, wir haben hier nichts. Ich dachte, wir haben hier was verpasst. Ich könnte mir eigentlich auch zwei Kisten hinstellen. Ich würde sagen, dass ich hier oben ein Bett habe. Wir sind so was von am Arsch. Boah, nein, ich habe Wolle. Wir machen uns noch einen schönen Schlafplatz. Die Frage ist, wo? Wie gesagt, wir machen es im Rundenhaus. Einfach weil mir das Runde sehr, sehr gut gefällt. Ich bin nicht ganz sicher. Ich glaube, wir machen es unten. Und zwar machen wir es unten. Hier, das wäre doch nice. Wohin mit dem Bett? Schau, wir lassen es einfach oben hinaus fertig. Da brauchen wir nicht lange zu überlegen. Ja, genau, hier ist doch schön. Und dann klappen wir. Ja, Optifine hat eine neue Vision, müsste ich mir auch mal anschauen. Wobei es hat lange gehalten, das letzte Mal muss ich mal ran müssen. So, Schilder. Wie macht man Schilder? Muss ich das noch rausfinden? Sonst wird es schwer, Schilder zu machen. Das ist eine Schaufel. Das ist kein Schild. Das ist ein Schild, ein Trapdoor. Sagt. Okay, das ist genau das, was ich wollte. Nice. Dann machen wir Schilder. Schilder. Einmal, zweimal, dreimal und so. 12 Schilder. Dann hätte ich gesagt, machen wir. Mal. Genau, fangen. Hier dazwischen wäre natürlich geil. Wie sieht das aus? Okay, das sieht nicht so gut aus. Wo platzieren wir die Schilder hin? Dann hätte ich gesagt, machen wir links Erde, Stein. Also links Erde und rechts Stein. Dann machen wir mal so eins. Erde. Erde. Und dann machen wir rechts Stein. Mal schauen, ob das geht. Dann machen wir das nicht so, sondern machen wir das so. Nice. Dann machen wir hier noch links Kohle, rechts Eisen. Okay. Kohle. Und hier, was machen wir hier? Hab gerade eine Idee. Also gerade um seine Idee nicht klar. Okay, dann haben wir hier eigentlich so die Basics, dann hätte ich gesagt. Holz,
Holz, was machen wir noch? Eisenkohle, der Stein. Was für Holz haben wir eigentlich? Wir haben Orkut, das ist das dunklere und das hellere, weiß ich nicht was. Und hier in diese Kiste hätten wir gesagt, machen wir. Legen wir alles in das. In die kleine Kiste nehmen wir Sachen, die wir nicht oft brauchen, aber doch sammeln. Schwer. Schwerer als ich gedacht habe. Alter. Ich merke gerade, es geht nicht überall auf. Dann müssen wir uns halt Fenster entscheiden. Also egal, dann hätte ich gesagt, machen wir hier. Machen wir mal Gold. Gold, Diamanten. Ich weiß, wir haben noch keinen gefunden, aber es wird schon noch. Diamanten, Gold. Diamanten, Gold, Redstone. Stone. Redstone, was gibt's noch? Es gibt noch. Kohle haben wir schon. Und hier Zeppelins. Ich weiß, passt überhaupt nicht. Das passt überhaupt nicht. Juwelen, die heißen die. Boah, ich hab vergessen, wie Juwelen. Das sind keine Juwelen, ich hab vergessen, wie die heißen. Kristalle, sind es Christus? Ich weiß nicht. Was war das? Was war das? Was war das? Ich glaub, Juwelen. Die Grünen da, ich habe vergessen, wie die Grünen heißen. Ja, aber ihr werdet, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Links, rechts, links, rechts. Und hier machen wir. Machen wir hier. Ich weiß nicht, was wir machen. Was machen wir? 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 Überlege es war nur, überlege. Lapis Luzi. Lapis Luzi. Ich hoffe, das heißt so. Egal. So. Lapis Luzi. Ich hab da gar nicht. Sag Sorano, Sorano. Diesen hier. Das ist schon okay. Alter, diese Musik macht mich voll Hype. So. Dritt. Dann. Was gibt's an? Leder. Was? Wir verbreiten. Das ist Zeitverschwendung. Wir werden das beschriften, wenn wir hier was reintun. Dann deponieren wir die Schilder hier. Und dann machen wir uns auf den Weg. Doch wohin? Was kommt das nächste an? Wir haben jetzt das Lager aus. Wir haben das. Ah, sortieren. Sortieren wir noch was.
Für die Reise. Genau, das werden wir jetzt alles mitnehmen. Diese Backpack. Ah, ich weiß, was wir als nächstes machen werden. Wenn wir das hier gemacht haben, werden wir noch. Na. Und dann werden wir noch einen Weg. Noch hier hin machen vom Haus oben raus. Aber das finde ich jetzt. Das haben wir gerade alles wirklich so. Steine. Hab ich sonst noch Steine? Da habe ich gerade dabei. Geht sich da hoch. Ach. Sortieren, beschriften. Alter. Steine. So viele Steine wie möglich. Und alles, was mit Steinen zu tun hat. So, wir können auch schon mitnehmen. Alles sieht das nice aus. Gut, damit die Bäume hier rund um gepflanzt. Hallo? So. Noch mehr Steine. Ihr glaubt nicht. Ihr könnt es ja fürs Erste als Überkategorie. Also. Ah, sandig Idiot. Genau, Überkategorien heißt alles, was mit Steine zu tun hat, dort rein. Alles, was mit Erde zu tun hat, dort rein. Oh, also Erde, gib mir die Erde. Ach, das wird dauern. Das könnte ich eigentlich auch offstream machen. Ja, werde ich glaube auch. Ich glaube, ich mache das offstream. Dann haben wir keine langweilige Folge. Dann haben wir noch 10 Minuten zu tun. So. Offstream. Bin ich behindert? Was ich sagen wollte, das mache ich glaube mal neben der Aufnahme. Müsst ihr euch da nicht angehen. Okay. Wir haben jetzt die Lager aus. Wir haben einen Beschritt. Einsortieren werde ich noch. Was? Also was heißt nicht? Wir haben dort hinten noch die Mine, die wir exploren wollen. Wir haben unser Haus ausgebaut. Ist zweistöckig, sieht auch ziemlich geil aus. Es wird mal Zeit für eine Exploration, hätte ich gesagt, oder? Also das wächst jetzt wie wild hier. Und die mystische Bibliothek mit ihrer Macht. Ich sag, wir machen die mystische Bibliothek. Brauche dafür Leder. Mal schauen, wie viel Leder das wir bekommen. Wenn wir jetzt schlachten gehen, dann können wir auch gleich füttern. Gibt es eigentlich einen effektiveren Weg, um Leder zu sammeln? Könnt ihr mir das sagen? Vielleicht? Könnt ihr in die Kommentare posten, falls jemand so weit schaut. Habe ich hier gelassen. So, meine Kühe. Jetzt die im Leben alle gefüttert, oder? Eine noch, bitte noch eine. Scheiße, ich hab keine mehr. Okay. Gib mir Leder. Okay. Gib mir. Wir wollen kein Leder geben, dann sagen wir, schlafen wir noch und dann haben wir es. Leder, dann müssen wir noch zurück. Wir haben so wenig Leder.
Kratz. Sorry für all die, das gerade nicht anschaulich, unbequem wurde. Hat wirklich gekratzt. So, also geht's, Themawechsel. Dankeschön, ich habe gerade hier ein Skelett gesehen. Das restliche Leder hier. Das sieht nämlich nicht Leder aus. Aber wir haben so ein Leder. Ziehen wir mal schauen, wie viele Bücher wir mit 7 Leder machen können. Das Fleisch müsste ich mal kochen. So. Und schauen, wie viele Bücher wir herstellen können. Papier. Aber ich weiß immer noch nicht, wo was ist. Papa. Haben wir Mumie? Ja. Und sogar Kohle drin. Dann. Es war so, was ich da gedacht habe. Wie ging das mit den Büchern? Alter, wie bin ich beschränkt, Alter? Oh, Laschede, da ist das doch auch noch beschränkt. Ich hoffe, es war nicht so. Das wird ein Pain in the ass. Und Bookdings macht man, ich glaube. Bücherregal. Ich glaube, es waren einmal alles Bücher hier. Sicher bin ich mir aber nicht. Müsste ich nachschauen. Alter, wir haben noch so viel von uns. Gibt es was anderes, was wir nehmen können? Neben Leder. Und wenn nicht, dann müssen wir mal eine Mod installieren, die uns mehr Leder gibt, denn sonst dauert das ja ewig. Wisst ihr, was wir eigentlich machen können? Wir können eigentlich nochmal nach einem Dorf suchen gehen. In der Wüste finden wir die ja oft. Wir können eigentlich in die Wüste exploren gehen. Das wäre es. Glaubt, das nächste Mal gehen wir in die Wüste. Das machen wir jetzt. Ne, wir fangen jetzt schon. Wir gehen jetzt schon in die Wüste. Da ist jetzt so ein spontaner Entscheid. Soll das spontan geschehen, dann hätte ich gesagt, Schwert habe ich, Pickaxe habe ich, wir gehen mal in dem, was wir haben. Okay, wir rüsten uns schon noch ein bisschen besser aus. Dann machen wir mal eine spontane Expedition in die Wüste. Haben wir einen Kompass gebaut am Anfang? Ich weiß es gar nicht. Irgendwie müssen wir zurückfinden. Ja komm, wir gehen jetzt einfach mal straight in die Wüste. Straight out of Compton in die Wüste. So, komm, das ist jetzt gut an. Wie gut sich das anhört, aber ich werde mich vermutlich hassen für die Idee. Aber was willst du machen? So, ich nehme noch das Kohle mit. Das kann ich hier lassen. Kann man immer brauchen. Einen Bogen müsste ich machen. Habe ich. Ja, das bin ich auch hier. Ich nehme jetzt nur noch mit, was am relevantesten ist. Das heißt, Essen muss ich noch machen. Was können wir noch brauchen? Wir könnten uns eigentlich mal eine Armor machen. Geht eine Armor aus Holz? Ich weiß gar nicht. Habe ich hier noch Holz? Geht das? Ja, ich habe keine Ahnung. Nee. Eine Iron Armor. Wir haben ja was an, aber was war das? Ah, Lederarmor. Wo ist das Leder hin? Ich weiß, wo es hin ist. Also ich werde mich sowas von hassen dafür. Wir brauchen noch String. Keine Ahnung, was geht. Also man konnte doch String aus Wolle machen, nicht?
Da habe ich das falsch im Kopf. Das ist etwas anders. Ach, da, wie ging das? Wie ging das? Ja. Haben wir hier's? Egal. Wunden Bogen. Aber ich glaube, ich mache ein Bett. Ein Bett brauchen wir, falls wir nicht unbedingt kämpfen auf der Reise. Von dem her machen wir mal ein Bett. Dann kann ich das hier lassen, das hier lassen, das hier lassen. Das nehmen wir mit. Vielleicht finden wir einen Bogen unterwegs, das wäre was. Ein Steak. Mal genug Kartoffeln nehme ich nachher auch so. Wir haben keinen Kompass, das ist nicht gut. Gravel ist ja auch hier. Ist ja auch hier. Selbst brauche ich nicht. Dann hier. Eine Schere. Wenn wir eine Schere brauchen, ich nehme die einfach mal. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht mal, für was man die alles brauchen kann. So, Torches werden wir brauchen. Iron Shovel haben wir. Dann kommt bestimmt. Ich stelle doch. Ich habe doch vorher Sticks gehabt, nicht? Fucking Sticks in. Alter Schwede. Okay, kann nur. Also, das hat gerade ausgesehen, als wäre dort hinten etwas voll in die Wanne gepanscht. Also. Komm. Schafft ihr das heute noch zu starten? Oder? Okay, Kartoffeln. Mit den Äpfeln sollte das gehen. Lassen wir das noch braten, dann fangen wir die Expedition doch das nächste Mal an. Was ich machen wollte, ist nämlich Folgendes. Ein Shirt hat noch genug. So eine. Und so eine. Wenn wir definitiv noch brauchen, sparen wir uns den Rest auf. Wie gesagt, machen wir uns nachher mal auf den Weg. Redstone, wie ging das? Es war doch irgendwas mit. Nicht Redstone, sorry, Kompass ging das irgendwie mit Redstone. Das haben nicht irgendwie Obsidian dafür braucht. Na, wie geht das, wie geht das? Dann wissen wir, wo unser Spawn ist. Denn wenn wir wissen, wo unser Spawn ist, kommen wir hierhin zurück. Sollten wir hierhin zurückkommen. Und wenn nicht, dann habe ich. Ist nicht gut. So, Redstone, wo bist du? Redstone. Redbench. War das so? So ging das. Dann haben wir auch Kompass. Sprich, wenn wir abhauen in diese Richtung dort. Sollte uns schon hier hinführen. Egal. Du, wenn wir nichts riskieren, dann wird es nicht spannend, oder? So. Runter. Da fällt noch einige Eisschatten dort hin. Ja, wir haben einen Kompass. Wir sind ausgerüstet. Vielleicht sollte ich den Spawner neu setzen, das wäre noch was. Den Spawnpoint setzen, den Spawnpoint. Kann man den irgendwie manuell setzen? Ich weiß gar nicht. Das müsste ich mich auch anlegen. Ich habe wirklich keinen Bock, diesen Ort hier zu verlassen. Denn der Kompass verunsichert mich eigentlich ziemlich. Kann man jetzt schon. Kann man nicht. So, okay.
Komm, komm. Komm, komm. Ja, die mystische Bibliothek. Und hier wird mal dann das gute Dings stehen, Verzauberungsdings. Das schaffen wir schon. Wir müssen nach Diamanten. Mal schauen, was wir alles auf unserem Weg finden. So, 30 Minuten sind vorbei. 30 Minuten sind vorbei, dann gehe ich mich mal verabschieden. So, dann gehe ich zuerst schlafen und dann hau ich es mal hoch zu unserem Verabschiedungsbaum. Und dann machen wir das. Ach, komm schon. Was soll ich dann machen? Wo ist die Sonne? Hier sitze ich gar nicht mehr. Komm. Lass mich schlafen? Nee. You may not rest now, the bed is too far away. Okay. Ciao. Rüsten wir unten einmal richtig aus. Also ich muss deutlicher sprechen. So. Komm, noch zwei. Dann pissen wir von hier und gehen wir einfach Richtung Wüste. Wisst doch was. Ich habe gerade hier draußen was gespannt, was man erledigen sollte. Das bin ich ganz geheuer, ja, dass hier nichts gespawnt ist. So, dann verabschieden wir uns. Das nächste Mal heißt es also, gehen wir in die Wüste. Bis dahin werde ich noch alles eingeräumt haben und dann gehen wir in die Wüste. Lassen wir den Ort mal. Und jetzt schon seit weiß ich wie viele Folgen hier. Es ist unglaublich, wie viele wir hier waren, dass wir alles auf dem Platz gemacht haben. Wir haben hier sogar unser cooles Dings. Unser cooles. Unsere coole. Unsere coole. Ne? Das. Perfekt. Unseren schönen Ausblick. Das haben wir dort. So. Dann guck ich runter. So, wie immer. Verabschiede mich hier, danke fürs Zusehen. Denkt daran, dieses Wochenende, sprich 1.7. gibt es das Giveaway, es gibt zu gewinnen diesen Head hier plus noch 20 Euro Gewinngutschein für Battle.net Code, also Gewinngutschein, Battle.net Code für Heroes of the Storm, Overwatch, Hearthstone, was auch immer ihr gerne spielt. Und dann sage ich tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn wir diese Einöde dort gehen, exploren gehen. Wenn wir diese Einöde dort exploren gehen. Alter Schwede, das ist oft kein Mix aus den Sprachen. Und dann sage ich tschüss und bis zum nächsten Mal bei einer Folge Minecraft.